Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Planet Coaster Swiss Valley. Jawohl, und dieses Mal ist es eine spezielle Ausgabe, wie ihr seht, denn es ist ein Speedbuild. Und zwar, einige, die die letzten Folgen bereits gesehen haben, die wissen, um was es geht. Ich habe mich dazu entschieden, die Fläche von Swiss Valley etwas zu begrenzen, weil ich irgendwie mit dieser wirklich großen Map nicht mehr wirklich zu Schlag komme und es für mich einfach zu viel wird vom Platz her und ich darum irgendwie auch ein bisschen, ja, wie so gehindert werde weiterzubauen, weil ich nicht ganz weiß, wie ich diesen ganzen Platz wirklich ausfüllen soll. Ja, und darum habe ich mich entschieden, ich werde das Ganze nun begrenzen. Und was passt dazu besser in Swiss Valley als Berge? Und ich habe mir da aber auch ein paar Sachen überlegt, wie ich die ganzen Berge dann auch noch ein bisschen spannender gestalten kann. Und darum jetzt in diesen gut 12 Minuten werde ich euch die Arbeit zeigen, die ich am letzten Wochenende gebastelt habe. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden, was dabei rausgekommen ist und hatte da auch wieder ein paar Ideen dazwischen, die ich dann umgesetzt habe, die seht ihr später. Das ist ja bei mir meistens so, ich plane nicht wirklich was im Voraus. Ich baue einfach drauf los und vielleicht ist aber auch gerade das ein bisschen ein Problem, denn ich weiß nie, wohin das führt. Und darum wirkt auch der Park nicht wirklich strukturiert. Ich versuche jetzt in den nächsten Folgen noch ein bisschen Struktur in den ganzen Park zu bekommen. Ich möchte noch einen Western-Bereich machen. Oder zumindest, nicht Western, Entschuldigung, einen Piratenbereich. Da habe ich auch schon eine Idee mit dem fliegenden Holländer. Und zwar, ich glaube, das Modell ist von Stanwolf. Das möchte ich eigentlich auch noch einbauen, weil dieses Schiff sieht wirklich sehr genial aus. Und ja, dann wird das natürlich sicherlich noch einige, auch Achterbahnen wird es noch zwei, drei geben, das ist klar. Und natürlich noch ein Flatride, also mehrere Flatrides in einer bestimmten Zone. Und die habe ich mir eigentlich so überlegt, am linken Rand werde ich da, in dem Bereich werde ich so ein Flatride Planet machen oder wie man den auch dann immer nennen will. Dort wird es einige Flatrides geben und danach wird es dann eigentlich auch noch an das Ganze, an die ganzen Detailarbeiten gehen, denn diejenigen, die schon seit Anfang dabei sind, die wissen, dass es gibt noch diverse Baustellen, wo ich noch nicht fertig gebaut habe oder nicht weiter gebaut habe, weil ich dann wieder andere Ideen hatte. Und das möchte ich eigentlich dann auch noch endlich zu Ende bringen. Braucht aber alles natürlich noch seine Zeit. Also es werden noch einige Folgen kommen, das ist klar. Swiss Valley wird noch nicht morgen beendet sein, das ist so was klar. Was aber auch klar ist, sollte Swiss Valley jemals fertig sein, dann werde ich definitiv mit einem neuen Park beginnen oder einen weiteren Park, oder ich werde mich vielleicht wieder mal um einen gethemten Coaster kümmern, weil das macht mir eigentlich auch ziemlich viel Spaß, nur einfach einen Coaster zu bauen, den aber dann so detailliert zu bauen mit On-Ride und Cinematic Videos, das gefällt mir eigentlich auch sehr, sehr gut, finde ich ziemlich cool und kommen meist auch gut an in der Community, musste ich feststellen. Und ja, jetzt hier habe ich dann plötzlich die Idee gehabt, genau, ich könnte ja die Eisenbahn noch irgendwie mit einbauen in Swiss Valley und das mache ich nun. Ich habe versucht, so ein bisschen Gotthard-mäßig mit diesen Kehrtunnels zu arbeiten und so etwas an Höhe zu gewinnen. Natürlich ist diese Parkeisenbahn dann bis zum nächsten Bahnhof enorm lang, aber es ist ja eigentlich auch egal. Wird meistens von den Besuchern sowieso nicht verwendet, aber ich wollte einfach noch hier die Eisenbahn in die Berge mit einbauen und darum habe ich hier
die Eisenbahn auch durch den Berg wandern lassen. Hier kommt sie dann wieder hoch. Nein, ich glaube, sie kommt erst hier vorne. Schlussendlich kommt sie raus. Hier habe ich dann noch meinen Bahnhof gemacht. Somit haben wir also 1, 2, 3 Stationen. Hier könnte man eigentlich auch noch mal eine einbauen, vielleicht. Muss ich mir mal anschauen, wie das Ganze wirkt auf das Gesamtbild der Bahnen. Und hier haben wir diesen schönen Kehrtunnels. Und ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu Swiss Valley. Noch ein bisschen Parkbahn, Eisenbahn, wo man dann auch noch weiter, wo man natürlich einen super Ausblick hat auf die ganze Welt, also auf den ganzen Park. Natürlich kommt mein Lieblingsdetail hier auch nicht zu kurz, das Wasser und vor allem dann danach auch noch die Wasserfälle. Ich glaube aber, die habe ich außerhalb des Videos gebaut, soweit ich mich erinnere. Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall. Also es hat sich jetzt nach diesem Video hat sich noch einiges getan, ohne das Ganze aufzunehmen. Das werdet ihr dann einfach in der nächsten Woche, in der folgenden Woche dann zu sehen bekommen. Hier sieht man auch einen weiteren Fail von mir. Ich habe zuerst hier alles wieder schön mit den Texturen bearbeitet und danach gemerkt, fuck, ich muss ja noch das Terrain bearbeiten. Und wie alle Planet Coaster Spieler wissen, wenn man das Terrain farblich verändert hat und es danach nochmals bearbeitet, wird es wieder grün. Toll. Heißt also, ich darf alles zweimal machen. Aber ja, man lernt nie aus, wie man sieht, auch ich nicht. Da lernt man immer wieder Sachen dazu, manche Sachen vergisst man, da muss man sie halt wieder neu lernen. So wie eben zum Beispiel das hier. Also bei diesem See hinten, also jetzt der See, ja jetzt ist er nicht mehr im Bild. Auf jeden Fall, es gibt mittlerweile glaube ich 2 Wildbäche, hier gibt es einen großen Wildbach. So, jetzt seht ihr das hier, oder? Terrain verändert, alles wieder grün, toll. Der Jay macht's nochmal. Dann bei diesem See oben rechts im Bild, also jetzt links, da genau, gibt es auch nochmal einen Fluss hinunter. Bei diesem kleinen See, den wir jetzt nicht gesehen haben am Anfang der Steigung, dort wird es noch einen geben. Einen Wasserfall. Und hier unten bei diesem See, da gibt es ebenfalls gibt's noch einen längeren Wildbach, der da sich dort hinunterstürzt. Ja, Bäche gefallen mir sehr gut und darum wollte ich da auch unbedingt nochmal 2, 3 Wasserfälle dabei haben. Auch bei uns in den Schweizer Alpen sieht man sehr viele Wasserfälle durch das ganze Gletscherwasser und die ganze Schneeschmelze. Natürlich immer im Frühling gibt es da ziemlich viel mehr Wasser. Die beiden Kehren hier wollte ich auch ein bisschen freilassen, darum hat es dort so einen Bereich, wo es keine Bäume geben wird, dass man das eigentlich als schönes Fotomotiv von unten, von der Straße, vom Weg aus fotografieren kann. Das war so der Gedanke. Ich war ja in Wien und habe da auch auf dem Prater ein paar lustige Sachen, lustige Bahnen gesehen. Zum ersten Mal überhaupt in meinem Leben sah ich einen echten Boomerang-Coaster und ich denke, sowas möchte ich eigentlich auch noch einbauen. Vielleicht hier irgendwo in der Gegend wird es noch einen Boomerang geben, den Swiss Mountain Boomerang. Und ja, so hier sieht man diesen Bereich, den lasse ich schön frei. Auch die Tunnels habe ich, die Portale, Tunnelportale habe ich bearbeitet. Ich sehe also jetzt auch nicht mehr ganz, ich weiß nicht, ob man auf dem Video die noch sieht, bin ich ganz sicher, aber auf jeden Fall in der nächsten Folge werdet ihr das sehen dann. Diese Folge wird ja sowieso eben nur etwas kürzer, weil ich euch einfach dieses Update bringen wollte und auch erklären wollte, warum und wieso ich jetzt das mache. Ich hoffe, ihr versteht das. Ihr könnt mir auch gerne noch, wenn ihr wollt, Fragen stellen in den Comments.
einfach da drunter schreiben, auch wenn ihr jetzt denkt, oh Jay, bitte bau noch das und das, das muss unbedingt in diesen Park rein, dann schreibt es mir in die Comments, ich werde mir das Ganze durchlesen und dann werden wir sehen, was wir machen können. Ja, ich hoffe, ihr versteht meine Beweggründe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge und seid auch nächste Woche wieder dabei. Ich lasse das Video jetzt ausklingen mit dem schönen Soundtrack von Planet Coaster und hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss, euer Jay.